schauen, ob da jetzt viele drin landen. Sonst werden wir ein bisschen nachhelfen da mit dem Geländeprofil. Dafür da noch richtig raufgehen, weil Vorstellungskraft ist, wenn ich mich richtig erinnere, zählt auch, wenn man das Ziel nicht sieht, im Sinn dessen, weil da ein Hügel ist oder sowas. Da ist das Loch, werde ich jetzt ein bisschen, was das angeht, auch noch anpassen. So, da hat man eine Plattform mit dem zum Liegen bleiben. Respektive glaube ich, fahre ich da sogar ja, nicht ganz so weit drauf, aber so. Genau, und da dafür noch weit darauf. Ja, schauen wir mal. Ja, gefällt mir schon ein bisschen besser. Noch nicht perfekt. Oder da wächst gerade alles Mögliche. Dann stelle ich uns schon mal den ersten Helfer da ein. Nicht, dass sich die Leute da beschweren. So, dann mal schauen, ob sich das so entwickelt, wie ich mir das denke. Ja, wie vermutet hier das Loch 1, geht mal auf Länge und Genauigkeit und ich hätte ja eben gern Vorstellungskraft mehr dabei gehabt jetzt. Mal schauen, ob wir das schaffen. Gut, gut. Dann würde ich sagen, schmeißen wir gleich noch eine zweite Testrunde hinterher. Ah, this shot looks pretty easy. Also da müssen wir noch schauen, dass es ihnen nicht zu leicht ist hier. Aber das Loch 1 war ja auch noch nicht wirklich fertig. Von dem her, ja, darf man da jetzt auch nichts sagen. Und dann möchte ich endlich mein absolutes Lieblingsloch bauen. Und das ist eigentlich ein Par 3 mit Wasser. Mal schauen, ob ich da irgendwie dazu komme. So. Ja, mal kurz einen Überblick verschaffen. Okay, Skill Rating ist decreased. Das liegt aber daran, dass wir ein neues Loch eröffnet haben, was die, ja, die Statistik drückt, was es ein bisschen runterzieht. Ah ja, so habe ich mir das vorgestellt. Der hat jetzt allerdings zwar ganz schön verzogen, aber hier ins Rough, das ist nicht so stressig. Und der macht's, ja, der profitiert jetzt davon, dass hier den Hügel rauf geht. Sie, sorry, das ist ja wieder die Richmond, die spielt auch dauernd. Die legt eine Runde nach der anderen hin, so wie es ausschaut. Bin gespannt, wie hier der Schnitt wird. Ah ja, so habe ich mir das vorgestellt, genau. Und ich glaube, ich werde jetzt aber. Soll ich noch. Ich glaube, ich helfe hier noch ein bisschen nach. So schnell. Und zwar so, dass man ein bisschen leichter aufs ja doch relativ kleine Green kommt, beziehungsweise. Wisst ihr was? Machen wir es so. Dafür hier ein bisschen noch erschrecken mit Bunker. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Ja, jetzt hat sie uns was gespendet. Sehr schön. Ja, und wenn wir schon so viel gespendet bekommen, dann schauen wir mal, ja, was da so dabei ist, würde ich sagen. Bei den Landmarks. Free, Civil War Cannon Skill Upgrades. Also das war, wenn ich mich jetzt recht entsinne, ist, dann geht es ein bisschen den Hügel rauf, glaube ich. Da kann ich Gas geben. Dass wenn man einen guten Schlag macht in der Nähe von dem, wo das ist, dann gibt es da extra Skill Upgrade. Oh, ich glaube, ich habe gerade in irgendeinen Baum reingeschossen, habe es aber nicht gesehen. Vermutlich in den da. Naja, darf passieren. Ja, das möchte ich mir kalten fürs Bad 3. Happy Golfers. Ja, das soll irgendwann ins Wasser. Happy Golfers Buddha. Ja, dann gibt es hier einen Buddha. Der deckt dann das Green ab und den Abschlag hier, würde ich sagen. Super. Ups. Ah, bin ich schon wieder dran. Ich hoffe, ich schaff's darüber.
baller nicht gleich wieder in irgendeinen Baum rein und schaff schnell den Buddha hier zu bauen. Das heißt, also es gibt hier, ja, auch wenn sie sich beim letzten Schlag hier ärgern, sind sie happy, und wenn sie beim Abschlag hier was versauen, so wie ich gerade, dann ja, stresst es sie auch nicht so. So, und ich habe später nicht gesehen, wo ich gelandet bin. Ah, da im Rough. Ja gut, das ist jetzt keine tolle Trainingsrunde, gebe ich zu. Aber dafür kann ich das jetzt vielleicht ausnutzen. Da geht es zwar schnell den Hügel runter, sollte man jetzt mit einrechnen. Aber eben das ist jetzt gut, wenn man es dann selber spielt, dann sieht man auch mal, jetzt im Prinzip zielt man kürzer und landet im Rough, weil man zu kurz, und ja, büßt 10% Glück ein. Ja, super. Ja, so kann es auch mal gehen. Tja. Passiert. Passiert. So, und ja, ist eh klar, wie die Stimmung jetzt ist, nämlich Irksi. Ja, und jetzt klappt natürlich gar nichts mehr im Moment. Ja, wenn die Stimmung einmal versaut ist, dann ärgern sich die Golfer im Prinzip die ganze Zeit. So. Guck mal, wir ein bisschen Statistik schauen. Ja, hier zieht es mal schon an. Ja, und das Witzige ist auch, man kann was machen, was man will, nach irgendwelchen Regeln gehen. Im Endeffekt schafft man es nie, den perfekten Platz hinzulegen, ohne dann später noch nachzujustieren. Also einfach so, zack, 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 ein Loch nach dem anderen hin. Zumindest mir gelingt es nie, weil entweder die Golfer verstehen nicht, wie man für sie den Platz designt hat, und spielen ganz anders. Apropos. Ich glaube, ich werde da noch ein bisschen nachhelfen mit weiter vorkommen, dass sie eine Chance drauf haben, dass mehr eine Chance drauf haben, hier mit dem zweiten Schlag rüberzukommen. Okay, und ich denke, beim Uki seinem Loch werden wir auch noch ein bisschen nachhelfen. Da hatten wir noch nicht viel Geld, um irgendwas zu machen. Da gibt es jetzt mal auf jeden Fall den einen oder anderen Baum. Und Putting Green. Was haben wir noch alles zur Verfügung schon? Pro Shop. Der war relativ kompakt. Machen wir, glaube ich, hier hin, oder? Ja, ich glaube, ich nutze den Platz hier jetzt mal aus für die ganzen Shops und so weiter. Dann gibt es hier das. Ich hoffe, die nutzen das dann nicht als Zwischenstation. Ja, das lasse ich lieber. Mache hier den Pro Shop mal hin. Ja, genau. Andu. Ich befürchte schon. So, nochmal den Pro Shop. Ja, neben die ganzen Gebäude, habe ich letztes Mal so halb nur gesagt, muss man eben ans Hauptgebäude anschließen. Und zwar mit einem direkten Weg. Aber direkt heißt so viel wie, man sieht hier, wie er sich verändert anhand des Untergrunds. Also jetzt der hier wäre eben nicht direkt angeschlossen, weil ja hier durch den Abschlag getrennt. Könnte man jetzt so umgehen, indem man da rumfährt, und dann verändert er hier auch die Farbe und geht bis hierher. Ja, muss man eben, wenn man die ganzen Gebäude baut, die müssen eben unter Anführungszeichen angeschlossen sein. So, und ich schätze mal, das wird ein Loch, da wird es wenig. Ja, das ist eindeutig noch zu schwer. Das ist eindeutig noch zu schwer. Zwar 102% Fun, das passt mal. Ja, das schafft es hoffentlich jetzt dann mal bald auf, was war jetzt nochmal? Das wird dann ein, dass ich kein Blödsinn rede, Heroic, so wie es ausschaut, und das ist mal Anwärter für Moment. Nur Genauigkeit ist ja precise. Eigentlich wollte ich Vorstellungskraft, jetzt muss es genau sein. Im Moment auch noch, ja. Wie gesagt, auch gerne mal später ein bisschen umbauen noch. Ja, da bin ich mir einfach nicht sicher, ob ich mit dem zufrieden bin oder ob es nicht zu schwer ist vielleicht. Also hier kommen sie gut weit vor, aber die wenigsten werden es schaffen, mit dem zweiten Schlag darüber kommen. Wäre eine Möglichkeit, dass man hier den Bunker ein bisschen zurückversetzt, dann trauen sich vielleicht mehr. Das können wir probieren. Wenn die zwei hier weg sind, dann zeige ich euch das mal, was ich da meine.
Oder beobachten wir es noch ein bisschen. Also ich lasse das mal noch. Als Alternative wäre dann hier die Bunker da zurückversetzen. Hier Fairway hinzumachen und im Prinzip den Hügel. Da geht es ja den Hügel jetzt rauf bis zu den Bunkern, den ein bisschen ja, zurückzuversetzen, dass sie von hier weg vielleicht doch hier noch landen können auf dem Hügel. Müssen wir mal schauen. So, und jetzt habe ich mich natürlich da selber da hinten eingequetscht wieder mal. Ganz toll gemacht. So, der Picky wird nicht zufällig gerade unterwegs sein. Ah, da ist gerade der Big Dom durch die Gegend. Falsch. Nein, was wollte ich denn eigentlich? Hier. Eigentlich toll, wenn wir hier ein bisschen zukaufen könnten. Gleich das Eck da. Ich wollte hier neun Löcher unterbringen, aber dann fahre ich mal vielleicht wieder zurück, weil man muss auch, also ein Kriterium ist auch die Himmelsrichtung, in die es geht. Also hier zum Beispiel, ja, geht es so, dann geht es so, dann wäre das nächste Ideal eben so und dann vielleicht eins so. Hat jetzt eben hier nicht Platz, so wie ich mir das vorstelle. Jetzt auf den Picky warten, eine halbe Stunde will ich auch nicht. Wäre nur die Frage, ob vielleicht, wenn der Big Dom durch ist, der Picky dann gleich kommt. Naja, ah, da spielt jetzt gerade einer, so wie ich mir vorgestellt habe. Ja, genau. Da rollt er ihn dann ganz runter bis zum Loch. Das ist super. Genauso soll es sein. Ah ja, und da schaut es jetzt gut aus. Da kommt jetzt einer gerade ganz nach vor. Das schaue ich mir jetzt doch noch schnell an. Weil der spielt jetzt genauso, wie ich das Loch eigentlich geplant hätte. Hier der, wie heißt er denn? Geh mal da weg und dann Horace. Horace. Ich hoffe, dass Simon schaut nicht diese Let's Plays, weil er wird mich hauen, wenn ich die ganzen englischen Sachen falsch sage. Ja, liebe Grüße an den Simon an dieser Stelle gleich. Ja, traut sich jetzt eben doch nicht drüber. Ich hätte jetzt gehofft, dass er sich traut, da rüber zu schießen. Hat er nicht gemacht. Von dem her eben ein Grund mehr zu versuchen, den Bunker hier zurückzuversetzen. Ich glaube, es gibt noch kein einziges Birdie hier vermutlich. Nein. Ja, dann werde ich das doch noch machen vielleicht. Inklusive dem Hügel verändern. Heißt dann, ups, so steil dann auch wieder nicht. Geht es einfach noch ein bisschen weiter rauf. Dann heißt es vielleicht auch das andere ein oder mal, oh, tricky Uphill-Shot. So und so und ist okay, nicht ganz noch. So, also Top 100 Holes, sehr gut. Ja, bei den Recovery Skills und beim Luck mal wieder nachlegen, haben wir was verloren. Ja, der hat es natürlich versaut, weil wir gerade während sie spielen hier alles umbauen. Aber sorry, da müsst ihr jetzt mit leben. So. Und dafür gibt es hier auch noch ein bisschen Firm Fairway. Mal schauen, ob das jetzt den gewünschten Effekt schon gebracht hat. So, irgendwer ärgert sich da gerade. Da ärgert sich irgendwer über dass das ins Rough gekommen ist, war eigentlich nicht der Plan. Ah ja, super schön. Okay, wäre im Prinzip ein interessanter Kompromiss. Naja, und wie erwartet, Hole 1 mal, naja, nicht ganz wie erwartet, aber Hole 1 mal precise. Schauen wir mal, ob wir es auf Length vielleicht noch trimmen können. So, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob der Umbau jetzt in Ordnung war, aber ich glaube schon. Weil von dieser Fläche hier gibt es echt eine nette Chance, da gut zur Fahne hinzukommen. Oh, und ich sehe, die Zeit ist um. Ja, tut mir leid, aber ich bin gerade so drin. Ich werde auf jeden Fall durchspielen, dass ich auch zwei Folgen habe. Vier besser gesagt, also zwei Doppelfolgen. Und ich sehe, da muss ich noch ein bisschen Hand anlegen. Das mache ich dann gleich. Ja, hoffe, euch gefällt es weiterhin. Mir gefällt es sehr gut und ich freue mich auch schon sehr drauf, wenn der Uki wieder da ist. Lieber Uki, falls du es schaust hier. Ich freue mich auf dich, komm bitte bald und ja, ich verabschiede mich jetzt. Sag ja, alles Liebe, alles Gute und tschüss, ciao, pfiat denk und baba.